fahren wir auch durch die dunkelste Ecke Amerikas hier. Oh, hinter uns ist jemand. Okay, hier scheint Industrie zu sein oder so. Auf jeden Fall sind hier Masten. Ich dachte, das waren Türme, aber das sind Strommasten gewesen. So, da dürfen wir hin. Wir sind hier bei einem Mega-Chemiekonzern scheinbar. Unglaublich, ist das hier riesig. Ups, ein bisschen vor. Was man übrigens auch machen könnte, das wäre übrigens auch ganz lustig, ne? 4 LKW starten an einen Ort und haben alle die Aufgabe, das dahin zu bringen und man muss dann eine Route selber planen. Das wäre auch ganz hilfreich. Wir kriegen 90 Punkte. Ich würde das ganz gerne in Anspruch nehmen. Auch wenn wir da sicherlich jetzt ein bisschen länger brauchen, beziehungsweise ich. Obwohl ich glaube, es geht sogar. So, hier bei diesem hochexplosiven Tanks, Notschlauch. Und was es nicht alles gibt. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich das anstellen soll. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen, was hier richtig und falsch ist. So, warum darf ich nicht da einstellen, ne? Wir würden perfekt stehen. Ich weiß gar nicht, darf ich da rauffahren? Geht das? Eigentlich muss das gehen, ne? Okay, weiter geht's nicht. Ja, das funktioniert nicht so. Na, vielleicht kriegen wir es doch hin. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Aber das geht. Okay. Das geht. Komplett drehen. Meine Güte, das ist auch eine schwere Geburt hier. Wahrscheinlich falte ich mich auch völlig falsch mit dem Fahren. Wahrscheinlich gibt es einen einfachen Trick, rückwärts zu fahren. Da muss ich... Oh, 1% Schaden. Unser erster Unfall. Ich gebe sie auch gleich auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Eieiei. So, und jetzt werden wir mal ein Freundchen... So, und jetzt müsste ich es haben. Leider bekommen wir 1% abgezogen. Hört sich jetzt nicht viel an, ist es aber. So, und jetzt muss er rumschwenken. Jetzt schwenkt doch rum, schwenkt doch rum. Ah, das ist zum Mäusemelken, ne? Es ist echt zum Mäusemelken. So, die Firma, die geht insolvenz, bevor wir hier irgendwas abliefern, weil wir nicht fähig sind oder ich nicht fähig bin, das rechtzeitig zu verrichten. So, jetzt aber und an dem Poller da vorbei. Das sieht doch gut aus, oder? Jetzt, da kommt der Poller. Meine Güte, ist das eine schwere Geburt. Oh,
Also da hoffe ich, dass wir mit der Zeit da ein bisschen flexibler werden und ein bisschen fitter. Also ich vor allen Dingen. Was mache ich denn jetzt? Dass man da wirklich... Oh Gott. Ganz eng an dem Poller vorbei. So, die nachfolgenden Videos werden sich verschieben. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Ich brech's gleich einfach ab, also egal wie nah wir jetzt sind, es bringt ja nichts. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt, jetzt müsste es doch reichen. Bitte. Oh. Oh Gott, das war aber. Wir haben 1% Abkürzung bekommen. Wir gucken mal, was dieser Prozent ist. Sehe ich das irgendwo? Nee, sehe ich nicht. So. Und wir haben wieder was Neues bekommen. Und da würde ich ganz gerne zerbrechliche Güter nehmen. So, und dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Auftrag. Ich bin mir nicht so sicher, wie wir die eigene Firma machen können. Ne? Gibt es hier einen Shop? Ich kann ja nochmal zurückgehen. Gibt es hier einen Shop, wo ich irgendwas kaufen kann? Weltkarte. Wir sind jetzt in... Wir sind hier unten irgendwo. Ah, hier sehen wir auch, wo wir überall gefahren sind und wo noch nicht. Wir müssten hier irgendwo sein. Hier sind wir. Ich kann nichts anderes machen. Erkundet habe 10,10%. Ich kann leider nicht zur Bank. Was haben wir denn da? Wir könnten uns... einen fetten Kredit leisten. Wobei ich ehrlich bin, ich würde gern den haben wollen. Und dann könnten wir nämlich zum LKW-Händler. Online kaufen. Okay, wir brauchen mindestens Level 3. Das ist ja auch in Ordnung. Da müssen wir Bescheid. Wir sind jetzt Level 2. Ne, wir sind Level 3. Hallo? Wir wollen den Händler aufsuchen. So, und dann können wir mal gucken, was der uns anbietet. Der Listenpreis, boah, die sind natürlich eine... Okay, da brauchen wir dann schon bessere Level. Level 15, Level... Okay, das ist ja auch in Ordnung. Wir könnten quasi die Ausführung noch ändern. Sind wir ehrlich, wie dumm sieht dieser LKW aus? Das ist so ein Billigding. Also wir können quasi nur bei den beiden wählen. Und dann wird es ja wohl tendenziell eher da sein. Was können wir denn da ändern? Okay, also sollten wir eh warten. Ich weiß nicht, ob man das später alles nachrüsten kann. Okay, das sind die Farben. Das ist cool, ne? Das ist schon knallorange. Gefällt mir. Okay, also da kommen auch mehr. Ah, Metallic. Ah, wie cool ist das denn?
Ach, das hat aber auch was, ne? Das muss man ja mal reinzoomen, rauszoomen. Oh, der sieht aber auch. Hat schon was, ne? Das hat was. Okay, wir wissen Bescheid. Also, wir brauchen es jetzt noch nicht. Wir wissen aber auch, wir brauchen mindestens 120, 130.000. Die brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir hier noch alles? Was ist das? Spiegel. Was haben wir da oben noch? Achso, spezielle Lichter, Sonnenblenden. Ich weiß nicht, ob dies nicht dieses Add-on ist, was ich habe, oder ob das standardmäßig ist. Weil da gab es ja diese Felgenerweiterung. Ich weiß aber allerdings nicht so, was sie bewirkt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, welche Größenordnung wir sind, und wir brauchen auf jeden Fall 130.000. Da brauchen wir nicht reden. Dann würde ich sagen, sparen wir mal. Ach, läuft ab in 3 Minuten. Ich habe gedacht, wir fahren 3 Minuten. Oh, da müssen wir nach Santa Cruz dahin. Das wäre quasi die umgekehrte Fahrt. Erwartet. Ach hier, das ist Gefahrgut. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das doch mal, ne? Dann würde ich sagen, nehmen wir den. Und ich würde gerne mal sehen, was wir als Gefahrgut bekommen, ne? Oh, Dynamit. Wir transportieren Dynamit. Und jetzt wird's. Wir haben Post. Sie haben Post. E-Mail. Okay, was können wir? Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts Ihrer steigenden Erträge möchten wir Ihnen anbieten, 500.000 Euro, Dollar, Entschuldigung, möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihr Kredit, was, Ihre Kreditlinie, okay, Kreditlimit eigentlich, Kreditlinie. Naja, ist ja auch egal, auf 500.000 Euro zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihren örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager Bank. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir könnten quasi zwei Kredite kombinieren und könnten, na, wir könnten unsere eigene Touren machen, aber jetzt haben wir Gefahrgut. Das ist erstmal gut, dass wir diesen Kredit haben. Ich würde jetzt nämlich mal sehen. Ach so, das ist ja ziemlich unspektakulär. Aber cooles Design, finde ich. Von den Hänger. Na, da haben wir's. Explosiv, Klasse 1. Ach, das sind Manikiken. Ich würde mal sagen, wir fahren los. Und wir sollten aufpassen, dass wir keinen Unfall bauen. Ich hänge an diesem Schild da hinten. Was ist denn das für ein Scheiß? Fängt ja schon gut an, ne? Mit der explosiven Ladung. Ich weiß gar nicht, was für Bescheinigung man in den Staaten dafür braucht, um sowas transportieren zu dürfen. In Deutschland solltest du Interesse haben, Gefahrgut transportieren zu wollen, dann wirst du den ADR-Schein machen müssen. Der regelt dann, was du quasi fahren darfst. Ne? So. Ob der in den Staaten gültig ist, keine Ahnung. So, sieht sehr schön aus. Da wird irgendwas gebaut, glaube ich. Oder ist das ein Umspannwerk? Das kann natürlich auch sein. Oh, hier ist eine Ampel. Da sollten wir natürlich anhalten. Ah, wir haben Grün. Ich wollte gerade. Wenn wir Grün haben, dann müssen die doch stehen bleiben, oder nicht?
Oh, der arme LKW. Callbox. Oh, ich kenne Callboy, aber keine Callbox. Wobei ich gleich sagen will, ich nein, ich will das nicht kommentieren, passt schon. Also ich hatte mit Callboys auf jeden Fall noch nichts zu tun. Nicht, dass da irgendeiner auf dumme Gedanken kommt. So, 55 dürfen wir hier pacen. Das machen wir doch, das ist überhaupt kein Problem. Und ich überlege wirklich, ob wir uns hier ein bisschen selbstständig machen, indem wir uns einen eigenen LKW holen, oder ob wir einfach erstmal ein bisschen weiterfahren und das Geld zusammenbringen. Ach, und ich glaube, ich habe jetzt die Geschwindigkeitslimits entdeckt. In den, nee, die Maus sieht man nicht. Es gibt in dem Navigationssystem ja unten F1 steht da. Und neben den F1 ist ja so eine Maus. Und darüber steht dieses ETA. Und darüber steht 55. Und ich gebe fast Brief und Siegel drauf, dass das heißt, wir dürfen 55 fahren. Ich werde es mal beobachten. So, wir müssen hier auf jeden Fall runter. Müssen ein bisschen aufpassen. Boah, wieder rast. Voll der coole Schlitten. So, wir dürfen hier abfahren.